was heißt Ökotopia? Etwas runtergebrochen könnte man sagen, Südtirol könnte sich beispielsweise das Ziel setzen, zur ökologischen Modellregion bis 2030 zu werden. Die Transformation so ausgestaltet werden sollte in der Landwirtschaft hin zu einer Ökologisierung, dass sie zu einem Treiber von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit wird. Südtirol ist geprägt durch landwirtschaftliche Monokulturen. Die Intensivlandwirtschaft hat gewisse Nebenwirkungen, insbesondere auch die Problematik des Pestizideinsatzes wird dadurch akzentuiert, dass natürlich die Intensivlandwirtschaft auf den Talböden stattfindet, wo auch 80-90% der Bevölkerung lebt. Diese Debatte um Pestizide, die man auch international auf europäischer Ebene und in anderen Ländern führt, die hat hier natürlich eine besondere Brisanz, und deshalb sollte man sie auch als Anlass nehmen, um einmal grundsätzlich über den Strukturwandel und die Zukunftsfähigkeit des Landwirtschaftssektors nachzudenken. Trotz dieser Intensität der Landwirtschaft und trotz dieser Nebenwirkung trägt der Sektor, wenn ich es richtig recherchiert habe, nur 4% zur Gesamtwertschöpfung regional bei. Und deshalb muss dieser Sektor, denke ich, sich auch dieser Debatte öffnen, welche Nebenwirkungen zeitigt diese Intensivlandwirtschaft und welche Rolle spielt man und will man spielen bezüglich der Standortentwicklung in Südtirol, dass Beharrungskräfte in der Branche auch eine Gefahr darstellen. Also ich denke, eine Öffnung der Debatte auch in den Fachkreisen ist sicherlich im Eigeninteresse. Verfügt Südtirol über ein hervorragendes regionales Innovationssystem in der Landwirtschaft, und das ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung auch zu einem Vorreiter in dieser Transformation des Sektors zu werden.